Mein Name ist Alexander Suda, bin 20 Jahre alt und mache meinen Zivildienst beim Roten Kreuz bei der Blutspendenzentrale Wien, Niederösterreich-Burgenland. Ich habe mich fürs Rote Kreuz entschieden, allgemein. Und weil ich ein Jahr in der HTL war, in der Rosensteingasse, mein 9. Schuljahr, haben sie dann auch gesagt, okay, sie teilen mich dann halt auch im Labor ein. Also es war auch nicht schlecht, ich habe mich gefreut dann, wie ich das gehört habe. Weil es halt schon, also es klingt schon aufregend und ist es auch auf jeden Fall. Es ist ziemlich angenehm, ich kann sitzen, ich habe jetzt nicht so viel, wir haben schon viel zu tun, aber es ist nicht so, dass ich mich stressen muss. Also der eine macht zum Beispiel PCR, das sind die Orangenröhrchen, die werden als erstes nur zentrifugiert und in den Kühlschrank geräumt, die werden nur am Nachmittag dann gemacht. Und dann am späteren Vormittag kann man die dann auch schon sortieren, nummerieren direkt, nachschlichten, weil jetzt auch mit dem Westnil-Virus eben jetzt der Fall ist im Sommer. Haben jetzt auch noch Violette, das heißt, wir haben doppelt so viele. So gesehen müssen wir das dann auch sortieren, zentrifugieren und dann wird das dann halt auch in die verschiedenen Abteilungen gebracht. Also wir müssen halt ab und zu Röhrchen raussuchen vom Archiv und das ist schon interessant. Also ich mag es eigentlich zu archivieren, weil man einfach nur die Röhrchen sortieren muss, weil es dann doch nach Abfahrt, nach den Ausfahrten zum Beispiel was runterfällt und die Röhrchen sind ganz durcheinander und die Nummern passen nicht hintereinander. Dann müssen wir das trotzdem auch alles sortieren, bevor wir das reingeben. Sonst, wenn wir das irgendwann mal brauchen, ein Röhrchen, dann geht das gar nicht von der Reihenfolge her. Müssen wir schon schnell finden. Also bei der Stellung haben sie es mir ziemlich verdorben, das Bundesheer. Und mein Bruder war auch beim Roten Kreuz, hat gemeint, das war nicht so schlecht, hat er gefunden. Ja. Hab ich mir gedacht, warum nicht? Jetzt nichts Spezielles, hätte ich gesagt. Also es ist jetzt einfach nur, dass man diszipliniert pünktlich herkommt. Aber so, jetzt was Neues ist oder so. Eigentlich nicht. So, man ist halt bei der Arbeit dabei und man ist jetzt nicht so faul und denkt sich, ja gut, Zivildienst und dann auch wieder arbeiten gehen, seine normale Arbeit, sondern einfach trotzdem auch 100% gibt, das ist eh eigentlich alles. Dass es trotzdem als Arbeit angesehen wird. Also ich habe 4 Jahre gelernt, Zahntechnik, und werde dann auch weiterhin Zahntechnik machen, also gleich noch einen Zivildienst, neuen Job finden, also ein neues Labor finden und dann halt weitermachen, wo ich aufgehört habe.